Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe gerade mal zufällig geguckt, was der Supercharger Brinkum macht. Und dabei ist mir aufgefallen, hups, wieso gibt es den jetzt plötzlich zweimal? Bei mir im Tesla Navi ist jetzt ein Supercharger Stur verzeichnet und ein Supercharger in Brinkum. Sehr interessant. Der Supercharger in Brinkum, den ich kenne, der hatte ja nur 4 Stalls und die waren durch den Ochtum Park so gut wie immer fast voll belegt. Und wenn man es wirklich eilig hatte und unterwegs laden musste, von der Autobahn fuhr, dann war das echt kein Spaß, weil das war ein reines Glücksspiel. Meistens waren mindestens 2 Stalls besetzt, sodass man immer geringere Ladeleistung bekam, beziehungsweise alle Stalls waren besetzt und man konnte da gar nicht laden und musste warten. Jetzt plötzlich gibt es hier 2 auf der gegenüberliegenden Straßenseite, ein bisschen weiter hinten. Bei einer BMÖ-Tankstelle gibt es nun einen Supercharger und der heißt jetzt Brinkum und der alte mit den 4 Stalls heißt jetzt Stur. Ich glaube, der hieß schon immer Stur, aber zumindest auf den Karten war er dann auch als Brinkum bezeichnet. Und der hat sage und schreibe 14 Stalls, also jetzt noch nicht, momentan sind es 8, aber geplant sind 14 und die Fundamente stehen schon. Und witzigerweise, Achtung, jetzt kommt der Gag, also so viel Ironie hätte ich Elon Musk ja doch eigentlich schon zugetraut. Der Supercharger in Brinkum steht in der Rudolf-Diesel-Straße. Das ist doch mal ein Witz. Ich will mir das Ganze jetzt mal anschauen und ich nehme euch mit. Ihr seid dabei. Wollte ich jetzt so schön über die Autobahn A27 und A1 brettern und mal eben in einer Viertelstunde zum Supercharger fahren. Da seht ihr die Strecke eigentlich, wie weit das von mir entfernt ist. Und jetzt schlägt das Navi mir vor, durch die Stadt zu fahren. Ist auch logisch, weil die A1 ist total rot. Da ist ein Stau nach dem anderen. Dann werde ich versuchen, die Autobahn tunlichst zu vermeiden und fahre dann halt durch die Stadt. Zum Glück ist heute Sonntag und in der Stadt ist nicht so viel los. Also vielleicht sollte ich es doch in, naja, mein Navi sagt 23 Minuten von hier aus schaffen. Immerhin ist nicht ganz so lange. Ich bin jetzt erstmal beim alten Supercharger in Stur und hier sind tatsächlich, wie ihr sehen könnt, alle 4 Stalls belegt und es warten auch schon 2 weitere Teslas drauf, dass sie laden dürfen. Einer winkt schon. Ja, das ist die Situation, wie sie war und wir haben hier einen Schweden, der lädt, einen Norweger, der lädt, 2 Deutsche laden und ein Norweger wartet und auch noch ein Deutscher wartet. Also das ist hier immer echt eng. Und der neue Supercharger, der ist jetzt da ganz hinten, da ist diese BMÖ-Tankstelle und da sind dann 14 Stalls, das wird das hier echt entlasten. Und ich glaube, ich hoffe zumindest, dass sie diese 4 Stalls hier bestehen lassen und dass sie die nicht abbauen. Der Vorteil hier dieser 4 Stalls ist natürlich, dass der Ochtum-Park hier um die Ecke ist, sodass man hier sehr viele Möglichkeiten hat einzukaufen. Und schräg gegenüber ist Bäckerei Weimann. Man muss dann zwar eine 4-spurige Straße überqueren, aber ein bisschen zu Fuß laufen schadet ja nicht. Man hat ja eben ein bisschen Zeit. Also naja, ich hoffe übrigens, dass die Windgeräusche einigermaßen erträglich sind, weil hier weht es doch ein bisschen. Naja. Ich werde gleich mal dann sehen, dass ich irgendwie mit dem Wagen hier eine Wende mache und auf die andere Seite komme zum neuen Supercharger. Ich mache jetzt hier eine Wende, ein U-Turn sozusagen, einmal um die Ampel. Und diese Ampelkreuzung ist auch die einzige Möglichkeit, um die Straße zu überqueren, wenn man von dem neuen Supercharger in den Ochtum Park möchte. Ist auch noch eine schöne Wendespur für die, die einen großen Wendekreis haben. Jetzt ist die Frage, wie man jetzt zur Rudolf-Diesel-Straße kommt. Ich hoffe, ich finde den Weg. Ich fahre jetzt mal hier rein. In der Tankstelle. Ja,
irgendwie kommt man hier schon mal durch. Ich glaube, es gibt auch noch einen besseren Weg. Aber ich bin jetzt diesen Weg gefahren. Ich glaube, die Straße geht hier eigentlich links rum. So, und hier sieht man schon, es ist noch ein bisschen improvisiert, ein bisschen provisorisch. Aber hier stehen auch schon wieder drei Teslas und laden. Und ich werde mich da jetzt mal dazustellen. So, mich interessiert jetzt vor allem, was für eine Ladeleistung ich hier bekomme, ob die schon voll Power laden. Wollen wir mal gucken. Ich meine, ich habe jetzt hier zwar noch 70% im Akku, aber ich würde mal vermuten, ich müsste jetzt noch um die 40 kW kriegen. Mal schauen, wie es aussieht. Also Leistung geht jetzt langsam hoch. Jetzt habe ich, jetzt geht es aber rasant hoch. Jetzt habe ich hier 60, 61, 62 kW. Ja, das ist wunderbar. So kenne ich das. Bei 70%, 62 kW ist ein sehr guter Wert für mich, für mein Auto jetzt, sage ich mal. Wird dann wohl ein bisschen runtergehen, aber zumindest sieht es so aus, als würden die Supercharger hier schon voll Power laden können. Und es ist wahrscheinlich so, dass die Supercharger auch entkoppelt sind, denn ich lade jetzt an 1A. Und neben mir an 1B ist auch einer angeschlossen. Und wenn ich jetzt hier schon 62 kW kriege, und der zweite Kollege, gut, da ist keiner drin, da kann man es nicht sehen, aber ich gehe mal davon aus, dass der noch nicht voll geladen ist, dann würde ich schätzen, dass hier jeder Stall auch die volle Power liefern kann. Das ist ja schon mal super geil. Und die Szene ist hier auch witzig. Wir haben jetzt hier 2, 4, 6, 8 Stalls in Betrieb. Und 2, 4, 6 Stalls sind noch nicht in Betrieb. Da sind auch noch keine Säulen drauf. Das heißt, die Fundamente stehen. Die werden also kommen. Das heißt, insgesamt sind es dann am Ende 14. Stehen jetzt 4 Trafohäuschen. 3 fehlen noch. Also wir haben bei bis zu 410 Volt 330 Ampere Dauerleistung. Das macht also eine Ladeleistung von 135 kW, was die können. Zumindest diese, die hier stehen. Gut, Ambiente ist jetzt nicht so prickelnd, muss ich zugeben. Hinter einem Zaun und irgendwie Lego-Betonsteinen, jede Menge LKW und naja, hier die Pflasterung ist auch eher aus den 60er, 70ern oder so. LKW-Carwash sieht ja also nicht besonders sehr attraktiv aus hier. Wenn ich da an Bregenz denke mit der schönen Lounge, alles super stylisch gemacht, ist das hier schon ein Weltenunterschied. Aber ich will ja nicht meckern, meine 14 Stalls sind 14 Stalls und wenn die anderen 4 da drüben stehen bleiben, haben wir insgesamt 18 hier in Brinkum, Stur. Das ist doch wenigstens schon mal eine Ansage. Damit kann man leben. Die Stalls sind auch alle schon für Model 3 mit CCS ausgerüstet und die anderen 4 auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatten das auch schon. Also ist auch nicht davon auszugehen, dass sie die jetzt da einfach abbauen. Aber sie sehen noch so schön neu aus, glänzen richtig. Ha. Gut, wenn man jetzt hier lädt, was kann man dann hier machen, außer in der prallen Sonne stehen und schwitzen, beziehungsweise in der Klimaanlage sitzen? Also hier ist ja die Tankstelle, da gehe ich mal hin. Ich weiß gar nicht, was das für eine Marke ist, BMÖ, habe ich auch noch nie gehört. Ich muss auch zugeben, mit Benzintankstellen kenne ich mich auch nicht mehr so richtig aus. Ja, in der Tankstelle selber gibt es einen Shop, einen Raucherlounge, ein kleines Bistro, wo man Baguette, Burger etc. essen kann. Aber gegenüber gibt es doch tatsächlich den üblichen Chemiker. Bloß, wie komme ich jetzt hier über die Straße? Dazu muss ich da hinten, da wo die Fußgängerampel ist. Da muss ich hin. Also wer sich nicht in Lebensgefahr begeben will und hier über die Leitplanke klettern will, der muss tatsächlich bis zur Fußgängerampel da hinten latschen. Da würde ich mal schätzen, da ist man locker 5 bis 10 Minuten unterwegs. Und hier ist wahnsinnig viel Verkehr. Und es ist auch sehr laut hier. Naja. Aber wenn man hier eine halbe Stunde lädt, viel länger wird es ja meistens nicht dauern,
dann wird das knapp, vom Supercharger zum Chemiker zu laufen oder überhaupt hier shoppen zu gehen. Und man sollte natürlich tunlichst vermeiden, hier länger als eine halbe Stunde am Supercharger zu stehen. Wenn man voll ist, gibt es natürlich Blockiergebühr. Immerhin gibt es weitere, würde ich mal sagen, 400 Meter weiter einen Burger King auf der gegenüberliegenden Seite. Moment. So dass man tatsächlich die volle Auswahl an Fastfood hat. Welcher Supercharger kann das schon von sich behaupten? So, mittlerweile sollte mein Supercharging auch schon abgeschlossen sein. Ich bin ja jetzt auch schon seit 10 Minuten hier. Und dann soll es das eigentlich auch gewesen sein. Leider ist das Ambiente hier echt hässlich. Aber das könnte man wirklich ein bisschen schöner machen. Aber gut, die Fläche war vorhanden. Und ich würde mal schätzen, die Miete ist nicht so hoch für die Ecke da hinten. Aber vielleicht machen sie es ja noch hübscher. Vielleicht bauen sie ja noch eine Lounge. So, das soll es erstmal gewesen sein. Der Supercharger-Report vom neuen Supercharger in Brinkum. Nicht zu verwechseln mit Stur, der ist auf der gegenüberliegenden Seite. Also die Entwicklung, so wie sie jetzt ist, ist sehr positiv. Ich habe da lange drauf gewartet. Ich habe immer wieder gemeckert über den Supercharger in Stur. Und bin jetzt richtig glücklich, dass es das jetzt hier gibt. Und ich hoffe, es spricht sich langsam rum. Und die Leute warten dann nicht verzweifelt an den 4 Stalls auf der anderen Straßenseite. Also, wenn ihr dieses Video seht, gebt das gerne weiter. Hier gibt es jetzt in Brinkum-Stur 2 Supercharger mit insgesamt 18 Stalls. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal. Bis dann. Ciao.